Hey Leute, cool, dass ihr wieder da seid. Ehemann Ruf Mankan hatte vor kurzem vorgeschlagen, ein Video zum Thema Zumutbarkeit gemäß § 10 SGB II zu machen. Wir wissen ja, im März wurden die Vollsanktionen eingeführt und wenn du eine zumutbare Arbeit nicht aufnimmst, drohen dir unter Umständen Vollsanktionen. Die Möglichkeit der Arbeitsaufnahme muss dabei tatsächlich und unmittelbar bestehen und willentlich verweigert werden. Was das bedeutet, dazu hatten wir schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier. Heute wollen wir, wie gesagt, darüber sprechen, was ist eigentlich gemeint mit zumutbarer Arbeit? Was ist eine zumutbare Arbeit? Ist zum Beispiel eine Arbeit bei einer Zeitarbeit zumutbar? Ist eine Arbeit, mit der ich einen Staat finanziere, der sich an einem Genozid beteiligt, überhaupt zumutbar? Ist eine Arbeit, für die überhaupt kein ökologischer oder gesellschaftlicher Bedarf besteht, die einfach nur deshalb verrichtet wird, damit irgendjemand Profit an deiner Arbeit macht, zumutbar? Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir werden probieren, diese Fragen in diesem Video zu beantworten. Wenn ihr noch mehr Fragen habt zu zumutbarer Arbeit, dann schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Was Zumutbarkeit bedeutet, ist in § 10 SGB II geregelt. Ein Paragraph, der sich erstmal wunderschön anhört, der dank der hiesigen Rechtsprechung aber nichts kann, wie ich finde. Wie so viele Gesetze in diesem schrecklichen Land. Auf jeden Fall steht in § 10: Eine erwerbsfähige, leistungsberechtigte Person ist jede Arbeit zumutbar, es sei denn, dass sie zu einer bestimmten Arbeit körperlich, geistig oder seelisch nicht in der Lage ist. So wie das da steht, ist das eine Lüge. Das kann ich aus eigener Erfahrung berichten, dazu aber gleich noch mehr. Zweitens hier, die Arbeit ist zumutbar, es sei denn, die Ausübung der Arbeit, es sei denn, dass die Ausübung der Arbeit die künftige Ausübung der bisherigen Arbeit wesentlich erschweren würde, weil die bisherige Tätigkeit besondere körperliche Anforderungen stellt. Dazu gleich auch noch mehr, dann ist sie auch nicht zumutbar, wenn die Ausübung der Arbeit die Erziehung eines Kindes bla 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 beeinschränkt, dazu gleich auch noch mehr. Und wenn die Ausübung der Arbeit mit der Pflege eines Angehörigen nicht vereinbart wäre oder wenn der Ausübung der Arbeit ein sonstiger wichtiger Grund entgegensteht. Das hört sich doch mal nach ein bisschen mehr Spielraum an. Ein sonstiger wichtiger Grund, was versteckt sich da wohl dahinter? Dann steht in diesem Paragraphen auch noch, eine Arbeit ist nicht allein deshalb unzumutbar, weil sie nicht einer früheren beruflichen Tätigkeit entspricht, weil sie als geringerwertig anzusehen ist, weil sie weiter weg ist von dem Wohnort, weil die Arbeitsbedingungen ungünstiger sind oder weil sie mit der Beendigung einer anderen Erwerbstätigkeit verbunden ist. Und dann natürlich, die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Teilnahme an Maßnahmen. Dieser Absatz ist natürlich ein bisschen abstrakt, darum gibt es auch eine fachliche Weisung dazu von der Bundesagentur für Arbeit, wieder so ein spannendes Stück Papier und da stehen ganz viele Sachen drin. Unter anderem steht da auch direkt schon am Anfang die Antwort auf die erste Frage, die ich gestellt habe, ist eine Arbeit bei der Zeitarbeit zumutbar? Hier steht auf jeden Fall, unter dem Begriff der Arbeit im Sinne des § 10 sind als abhängige Arbeit alle sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse, Minijobs und geringfügige Arbeitsverhältnisse, Aushilfstätigkeiten, Ausbildungsverhältnisse, Arbeiten auf Abruf, Arbeiten bei Personalserviceagenturen oder Callcentern, Gelegenheitsarbeiten, Leiharbeitverhältnisse, Probearbeitsverhältnisse, Saisonarbeiten, befristete, aber auch versicherungsfreie Arbeitsverhältnisse sowie geförderte Arbeitsverhältnisse zu subsumieren. War irgendwie schon klar, aber bedeutet für mich eigentlich auch, dieses Gesetz kannst du damit eigentlich schon in die Tonne schmeißen. Zeitarbeit zumutbar, geförderte Arbeitsverhältnisse zumutbar, die Verhöhnung deiner Arbeitskraft zumutbar. Auch eine untertarifliche Entlohnung oder eine Entlohnung unter dem ortsüblichen Entgelt sind zumutbar.
Es sei denn, die Entlohnung verstößt gegen ein Gesetz oder die guten Sitten. Sittenwidrigkeit bedeutet hier, wenn die Lohngestaltung durch ein auffälliges Missverhältnis gegenüber dem allgemeinen Lohnniveau gekennzeichnet ist. Und das liegt wohl vor, wenn nicht einmal 2/3 des in einer betreffenden Branche üblichen Lohns gezahlt wird. Und mit diesem Gesetz, gegen das nicht verstoßen werden darf, ist hier wohl das Mindestlohngesetz gemeint. Wobei es aber auch, Achtung, aufgepasst, Ausnahmen gibt, bei denen gegen das Mindestlohngesetz verstoßen werden darf. Und zwar zum Beispiel bei langzeitarbeitslosen ArbeitnehmerInnen in den ersten 6 Monaten der Beschäftigung. Für die gilt der Mindestlohn in den ersten 6 Monaten der Beschäftigung nämlich nicht. Wer wäre da nicht motiviert, wieder einzusteigen? Hä? Dann auch interessant. Reichen die beruflichen beruflichen Qualifikationen bzw. Erfahrungen für die Ausübung einer Beschäftigung nicht aus, ist die Tätigkeit unzumutbar. Ich erinnere mich, dass Imposant vor kurzem wohl von seiner Fachkraft einen Vermittlungsvorschlag als Koch bekommen hat. Dabei ist er gar kein Koch, hat weder eine Ausbildung noch irgendwelche Berufserfahrungen. Ich nehme an, dieser Vermittlungsvorschlag war damit wohl unzumutbar. Und ich frage mich, was passiert, wenn du länger als 4 Jahre arbeitslos bist? In § 81 Nummer 2 Nummer 1 SGB 3 steht nämlich Folgendes. Der nachträgliche Erwerb eines Berufsabschlusses durch ArbeitnehmerInnen wird durch Übernahme der Weiterbildungskosten gefördert, wenn die ArbeitnehmerInnen bla 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 aufgrund einer mehr als 4 Jahre ausgeübten Beschäftigung in an- oder ungelernter Tätigkeit eine ihrem Berufsabschluss entsprechende Beschäftigung voraussichtlich nicht mehr ausüben können. Nach 4 Jahren in an- oder ungelernter Tätigkeit bist du im Jobcenter-Jargon nämlich wieder ungelernt. Und ich mich frage, ob man nach so einer über 4-jährigen Langzeitarbeitslosigkeit, wenn man vom Jobcenter einen Vermittlungsvorschlag in dem alten Beruf bekommt, ob man sich dann auf dieses Gesetz berufen könnte und sagen könnte, dass man die Beschäftigung voraussichtlich nicht mehr ausüben kann, weil die beruflichen Qualifikationen bzw. Erfahrungen für die Ausübung der Beschäftigung nicht mehr ausreichen. Und könnte damit sagen, der Vermittlungsvorschlag wäre unzumutbar. Was denkt ihr, hätte man damit Chancen auf Erfolg? Hat es vielleicht jemand von euch schon mal ausprobiert? Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Jetzt endlich zu dem Teil mit der Unzumutbarkeit aus körperlichen, geistigen und seelischen Gründen. Ich glaube, hier passt die zweite Frage, die ich eingangs gestellt habe, ganz gut hin. Ist eine Arbeit, mit der ich einen Staat finanziere, der gerade einen Genozid unterstützt, zumutbar? Ich sage immer noch definitiv nein. Ich hatte ja mal Sanktionen bekommen, weil ich gesagt habe, es ist für mich seelisch unzumutbar, eine Arbeit anzunehmen, wenn ich weiß, dass ich mit meinen Steuern Frontex und damit Verbrechen gegen die Menschenrechte und das Völkerrecht begehe. Das Sozialgericht Hamburg hatte damals ja eigentlich gesagt, dass ich mein Gewissen zeitweise zurückstellen muss, wo ich denke, das Gewissen zeitweise zurückstellen. Ich glaube, die wissen nicht, wie ein Gewissen funktioniert, wahrscheinlich, weil die gar keins haben. Das heißt, ich nehme auch an, dass das Sozialgericht mir sagen würde, ich zahle keinen Genozid, dass das Sozialgericht mir dann sagen würde, dass dieser persönliche Belang hinter die der Erwerbslosenpflicht im Gemeinschaftsinteresse abzufordernde Pflicht zur Entlastung der Sozialgemeinschaft, Solidargemeinschaft tritt. Wo ich mich auch ganz kurz fragen muss, kann eine Solidargemeinschaft, deren Staatsraison Genozid diktiert, überhaupt noch als Solidargemeinschaft bezeichnet werden? Ist dieser Begriff angemessen? Was denkt ihr? In dem Beschluss, den ich damals bekommen habe, stand aber auch noch, anderes gilt nur dann, wenn der feststehende Grund der Gewissensentscheidung der erwerbslosen Person unmittelbar im diametralen Gegensatz zu dem durch den Inhalt der angebotenen Arbeit angetragenen Verhalten stehen muss oder steht. Das ist nämlich der Haken an diesem Gesetz bzw. an der Rechtsprechung zu diesem Gesetz. Es geht nämlich nur um den konkreten
Inhalt der angebotenen Arbeit, nicht um das Blut, das an der Arbeit hängt. Das heißt aber auch, angenommen, man Beispiel, ein hypothetisches Beispiel, angenommen, wir hätten eine Arbeitszwangs-Kriegstreiber-Koalition an der Macht hier in Deutschland, die einen Bürgergeldi-Söldnertrupp auf die Beine stellen würde und dann eine Staatsräson, die Sicherheit von rechten Apartheidsregimes ist, Deutschlands Ehrenaufgabe, Maßnahme einführen würde und die Bürgergeldis, die alle Bürgergeldis nach Israel schicken würde, um Kinder zu töten und um Palästinenser im Militärgewahrsam zu Tode zu vergewaltigen. In dem Fall könnte ich dann, glaube ich, sagen, nein, das ist unzumutbar, wegen dem Inhalt der Arbeit. Oder was denkt ihr? Würde mir das Sozialgericht dann immer noch sagen, ich müsste meine geistigen und seelischen Belange hinten anstellen, die Sicherheit eines Staates, der internationale Kriegsverbrechen begeht und verherrlicht, geht vor. Was denkt ihr? In dieser fachlichen Weisung steht zu der Unzumutbarkeit aus körperlichen, geistigen und seelischen Gründen auf jeden Fall Folgendes. Geben leistungsberechtigte Personen an, bestimmte Arbeiten aufgrund körperlicher, geistiger oder seelischer Beeinträchtigungen nicht ausüben zu können, ist dies vom ärztlichen Dienst oder berufspsychologischen Service festzustellen, soweit die Beeinträchtigung nicht offenkundig. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, müsstest du in einem solchen Fall, in dem eine Arbeit durch den Inhalt der angebotenen indem du deine Arbeit durch den Inhalt der angebotenen Arbeit körperlich, geistig oder seelisch nicht machen kannst, dir vom ärztlichen Dienst bestätigen lassen, dass du das nicht kannst. Und ich mich dann frage, bedeutet das, dass irgend so ein Jobcenter-Arzt vom ärztlichen Dienst oder vom berufspsychologischen Service entscheidet über deine geistigen und seelischen Einschränkungen? Und könnt ihr mir denn dann auch gegebenenfalls sagen, nein, ich bilde mir mein Gewissen nur ein, ich habe eigentlich gar keins und kann es zeitweise zurückstellen? Wo ich finde, das ist Bullshit, weil ich glaube, ein Arzt, der kann dir ja nicht in die Seele schauen, geschweige denn deine Seele bewerten. Dafür hat er weder die richtigen Diagnoseschlüssel, noch das Know-how, noch die nötigen Untersuchungsinstrumente. Darum finde ich das ziemlich ein Schwachsinn. Und witzig auch hier als Beispiel für seelische Gründe, wegen derer eine Arbeit unzumutbar ist, werden hier unter anderem genannt. Mit Essstörungen oder Lebensmittelallergien als Koch oder Köchin zu arbeiten, bei Alkoholsucht als Barkeeper, Barkeeperin zu arbeiten oder bei Depressionen und anderen erkannten psychischen Erkrankungen in überwiegend stressgeneigten Bereichen eingesetzt zu werden. Lebensmittelallergien als seelischer Grund. Witzig, was die Bundesagentur für Arbeit so unter Seele versteht. Krass finde ich auch hier ein Beispiel unter dem Punkt Unzumutbarkeit bei besonderen körperlichen Aufgaben. Und zwar ist eine Arbeit unzumutbar, wenn die Ausübung einer möglichen Tätigkeit dazu führt, dass eine bisherige Tätigkeit, die besondere körperliche Anforderungen erfordert, zukünftig nicht mehr oder nur erschwert ausgeübt werden kann. Und dann kommt hier als Beispiel, die Fingerfertigkeit ist eine besondere körperliche Anforderung des Berufes Konzertpianist. Führt die Ausübung einer anderen Arbeit dazu, dass die Leistungsberechtigten die körperlichen Fähigkeiten, die sie für ihren Beruf benötigen, verlieren, ist die Arbeit nicht zumutbar. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass wenn du kein Konzertpianist bist, dass du gegebenenfalls eine Arbeit annehmen müsstest, bei der du deine Fingerfertigkeit verlieren würdest, beziehungsweise dass wenn du keine bisherige Tätigkeit hattest, die dich davor bewahrt, dass für dich dann jede Arbeit zumutbar ist, auch wenn deine körperlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten dabei verstümmelt werden, beziehungsweise du sie dabei verlierst. Finde ich ein bisschen krass. Weiß nicht, was ihr dazu sagt. Dann hier ganz kurz für die Eltern. Bei Kindern, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, ist die Arbeitsaufnahme in der Regel zumutbar, wenn eine bedarfsgerechte Betreuung des Kindes durch Dritte oder das andere Elternteil sichergestellt ist. Und jetzt Achtung, bei unter dreijährigen Kindern
ist die Betreuung durch eine Tageseinrichtung oder Tagespflege stets eine freiwillige Entscheidung des Erziehungsberechtigten. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, wenn du als alleinerziehendes Elternteil alle 3 Jahre ein Balg auf die Welt bringst, hast du Ruhe vom Jobcenter. Ist natürlich nur Spaß. Ich sage das hier nochmal dazu, dass das nur ein Witz ist, weil ich gemerkt habe, manche Leute verstehen meine Witze nicht. Ich würde natürlich niemandem empfehlen, alle 3 Jahre ein Kind zu bekommen, nur um Ruhe vom Jobcenter zu haben. Dann steht in der fachlichen Weisung hier auch noch ganz viel dazu, wann eine Arbeit zu unzumutbar ist wegen der Pflege eines Angehörigen. Das habe ich mir ehrlich gesagt nicht im Detail angeschaut, beziehungsweise nicht im Detail zusammengefasst. Wenn euch das betrifft, dann lest euch das am besten nochmal durch oder fragt eure Frage in die Kommentare. Dann steht hier noch was ganz Interessantes, beziehungsweise hierzu sonstiger wichtiger Grund. Und hier handelt es sich wieder mal um einen dieser ominösen, nichtssagenden, unbestimmten Rechtsbegriffe und ist im Einzelfall auszulegen und auf begründete Einzelfälle zu beschränken. Darum an dieser Stelle schon mal die Frage an euch: Hat jemand von euch vielleicht schon mal eine Erfahrung mit diesen seltenen, besonders wichtigen Gründen gemacht und kann hier ein Beispiel nennen? Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Hier steht dann auf jeden Fall noch zu diesen besonderen wichtigen Gründen der Aufnahme der Erwerbstätigkeit entgegenstehende Grund muss dabei im Verhältnis zu den Interessen der Allgemeinheit, welche die Leistungen an die Leistungsberechtigten und die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft aus Steuermitteln erbringt, besonderes Gewicht haben. Wo ich mich frage: Stehen die Politikergelder, Gehälter und die Gelder, mit denen der Krieg in der Ukraine zum Beispiel finanziert wurde, in irgendeinem Verhältnis zu den Interessen der Allgemeinheit? Nein, tun sie nicht. Und so ein dummer Grund muss dann aber im Verhältnis stehen, wo ich wirklich nur denke, fuck off. In diesen Beispielen zu diesen wichtigen Gründen, in dieser fachlichen Weisung steht unter anderem eine bestehende Vollzeitschulpflicht und Erstausbildung. Und da steht dann aber auch, dass du zum Beispiel nicht mehr in der Prostitution arbeiten musst, auch wenn du das vorher mal getan hast, wenn du das nicht möchtest. Und so ein paar andere Sonderfälle stehen da auch noch. Aber wie gesagt, wenn ihr schon mal eine Arbeit abgelehnt habt als nicht zumutbar aus einem besonders wichtigen Grund, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann stehen in der fachlichen Weisung auch noch mal konkret, welche Gründe der Zumutbarkeit nicht im Wege stehen, die auch schon im Gesetz standen. Und zwar sind auch Tätigkeiten, die nicht der Ausbildung der erwerbsfähigen, leistungsberechtigten Personen entsprechend zumutbar. Außerdem ist der berufliche Abstieg und geringere Entlohnung zumutbar. Eine größere Entfernung zwischen dem neuen Beschäftigungsort und dem Wohnort sind zumutbar. Ungünstigere Arbeitsbedingungen, insbesondere befristete Arbeitsverhältnisse, arbeite bei einer Zeitarbeitsfirma. Auch wenn erstmals eine solche Arbeit ausgeübt wird, Aushilfstätigkeiten, Urlaubsvertretungen und Gelegenheitsarbeiten aller Art sind zumutbar. Ich glaube, das war das Wichtigste zum Thema Zumutbarkeit. Und hier noch last but not least nochmal der Hinweis: Die Zumutbarkeitsregeln gelten auch für Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit. Und das beantwortet wohl auch die dritte Frage, die ich eingangs gestellt habe. Ist eine Arbeit, für die überhaupt kein ökologischer oder gesellschaftlicher Bedarf besteht, die einfach nur deshalb verrichtet wird, damit sich irgendjemand daran dumm und dämlich verdient, überhaupt zumutbar? Wo ich eindeutig sagen würde, wahrscheinlich schon ja, ich meine ja, wenn dieser ganze sinnlose Maßnahmenquatsch, für den ökologisch und gesellschaftlich überhaupt kein Bedarf besteht, zumutbar ist, dann ist auch diese Frage mit ja zu beantworten. Oder seht ihr das anders? Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Gesetz und den fachlichen Weisungen zur Zumutbarkeit? Würdet ihr sagen, das entspricht eurem Konzept von zumutbarer Arbeit? Welche Arbeit würdet ihr sagen, ist zumutbar bzw. unzumutbar? Vielen Dank im Voraus für eure Beiträge, vielen Dank fürs Zuschauen, passt gut auf euch auf, bis bald und tschüss!